Geprägt von unendlich vielen Eindrücken und einem grenzenlosen Informationsfluss fällt es den meisten Menschen heutzutage schwer, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Durch den heutigen Lebensstil im Überkonsum nimmt die Kontrolle tagtäglich ab und in diesem Video werde ich dir erklären, wie du die Kontrolle über dein Leben zurückgewinnen kannst. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Nick. Ich helfe Menschen dabei, in allen Aspekten des Lebens das Beste rauszuholen. Also, legen wir los. Die Thematik, die Kontrolle über sein eigenes Leben zurückzugewinnen, wird in der heutigen Welt immer relevanter. In einer Zeit, in der wir rund um die Uhr von Social Media, Nachrichten und anderen externen Einflüssen bombardiert werden, verlieren viele Menschen den Bezug zur Realität und damit die Kontrolle über ihr eigenes Leben und über ihre Entscheidungen. Doch es ist möglich, diese Kontrolle zurückzuerlangen und in diesem Video zeige ich dir, wie. Bevor wir aber starten und ich die verschiedenen Einflüsse erkläre, ist es wichtig zu verstehen, dass ich in diesem Video auf die Leute eingehe, die schon auf eine gewisse Art und Weise realisiert haben, was für einen extremen Einfluss der heutige Informationsfluss tatsächlich hat. Und die anderen, die sich nicht darüber bewusst sind, werden es hoffentlich nach diesem Video sein. Die unsichtbaren Ketten. Wir fangen direkt mit dem Übeltäter an. Social Media. Plattformen, die euch alle bekannt sind, sind so konzipiert, dass sie unsere Aufmerksamkeit fesseln und uns in eine Welt hineinziehen, die nur eine Illusion ist. Du siehst Bilder von scheinbar perfekten Leben, aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Was du nicht siehst, sind die Stunden, die damit verbracht werden, das perfekte Bild zu inszenieren, die Einsamkeit hinter den Kulissen und dem Druck, ständig mithalten zu müssen. Und hier ist wichtig zu verstehen, dass nicht nur die Konsumenten darunter leiden, sondern die Creator selbst auch. Deine größten Idole sind auch alles nur Menschen mit Gefühlen und Komplexen, die stets versuchen, relevanten Content abzuliefern, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Da müssen eben die ein oder anderen auch verzweifelt den Affen spielen, aber so ist der Lauf der Dinge in einer ego-getriebenen Gesellschaft, die Oberflächlichkeit bevorzugt. Und um es dir noch einmal verständlich zu machen, was genau ich mit Oberflächlichkeit meine, ein Video, in dem ein Millionär ein Lamborghini fährt, erhält 1 Million Aufrufe und ein Video, in dem ein Millionär erklärt, wie man ein Millionär wird, hat nur 1000 Aufrufe. Aber wie kommt so etwas überhaupt zustande? Es ist für die Konsumenten, also die Zuschauer, angenehmer, visuell eine Minute im Traumleben zu leben, als sich das 20-minütige Erklärvideo anzuschauen, wo einem der Schmerz und der enorme Grind für solch einen Erfolg deutlich gemacht wird. Aber was macht das mit uns? Es führt dazu, dass wir anfangen, unser eigenes Leben mit dieser verzerrten Realität zu vergleichen. Wir fühlen uns dadurch minderwertig, weil unser Leben natürlich nicht so perfekt aussieht wie das der anderen. Und dieser ständige Vergleich ist Gift für unseren Verstand. Er raubt uns nicht nur die Freude am eigenen Leben, sondern manipuliert uns auch immer mehr Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen, in der Hoffnung, eines Tages ebenfalls so ein perfektes Leben leben zu können oder uns so perfekt präsentieren zu können. Das ist jedoch eine Endlosschleife, die uns immer weiter von uns selbst entfernt. So wirst du nur ein Konstrukt deines Umfeldes und wirst keinen eigenen Willen mehr bewahren können. Aber jetzt kommen wir zur mentalen Masturbation. Neben der toxischen Wirkung von Social Media gibt es noch ein weiteres Problem und das ist die mentale Masturbation. Was meine ich damit? Es ist das Gefühl, produktiv zu sein, ohne wirklich etwas Ordentliches zu tun. Du liest vielleicht ein Buch nach dem anderen, schaust motivierende Videos oder planst endlos deine Zukunft, aber am Ende des Tages hast du nichts umgesetzt. Genauso wie dein Verstand sich gleichzeitig satt sieht. Denn dein Gehirn kann das Visuelle nicht von der Realität unterscheiden. Und wenn du dir ein Video von deinem Traumleben anschaust, denkt dein Gehirn, dass du es bereits erreicht hast. Und das stillt den Hunger nach deinen Zielen und das führt dazu, dass du nicht mehr mit voller Kraft vorausgehst. Und diese Art der Produktivität gibt dir zwar das Gefühl, produktiv zu sein und voranzukommen, aber in Wirklichkeit läufst du auf der Stelle. Aber warum ist das gefährlich für dein Wachstum? Weil du dir selber vormachst, dass du Fortschritte machst. Du bist in deiner eigenen Illusion gefangen und merkst gar nicht, dass du kein Stück weiterkommst. Du kannst es dir vorstellen wie eine Droge. Du bekommst den Kick von der Illusion, produktiv zu sein, aber die tatsächlichen Ergebnisse bleiben aus. Und das führt immer mehr und mehr zu Frustration und verstärkt das Gefühl, keine Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben. Und das ist wirklich ein ausschlaggebender Punkt, denn zu denken, dass man besser ist und man es besser weiß, parallel dazu aber keine Taten zu vollbringen, ist der größte Erfolgskiller. Glaub mir, ich habe schon einige Leute dabei beobachtet, extrem selbstüberzeugt zu sein, aber dann kam im Nachhinein immer nur Trash bei raus. Und deswegen solltest du dich fragen, ob du auch zu dieser Gruppe von Menschen gehörst. Und danach solltest du verstehen, welche eingetrichterten Muster du besitzt. Unser Umfeld spielt eine entscheidende Rolle dabei, wer wir sind und wie wir denken. Wenn du dich ständig mit Menschen umgibst, die keine Ambitionen haben, die sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben und keine großen Träume verfolgen, dann wird das zwangsläufig auf dich abfärben. Diese Menschen mögen es gut mit dir meinen, aber ihre Limitierungen werden zu deinen. Genauso wie dein Social Media Algorithmus diese Muster unterbewusst in dir weiterformt. Aber wie wirkt sich das aus? Du beginnst, ihre Überzeugungen zu übernehmen.
Aussagen wie, das ist zu riskant, du bist nicht gut genug und das Leben ist kein Wunschkonzert, prägen sich tief in dein Unterbewusstsein ein und ohne es zu merken, fängst du an, dich diesen Glaubenssätzen zu unterwerfen. Und dadurch akzeptierst du Mittelmäßigkeit, weil du glaubst, dass das alles ist, was möglich ist. Aber das ist ein Irrtum. Dieser Bereich wird oftmals unterschätzt, denn die Auswirkungen sind gravierend. Man denkt, dass man zu 100% seinen eigenen Willen verfolgt, aber vergisst dabei, dass wir Menschen soziale Wesen sind und auch als Einheit agieren. Und wenn du Teil eines engen Freundeskreises bist, dann kommst du nicht daran vorbei, Verhaltensmuster zu übernehmen. Angefangen von der Art der Sprache, dem Lifestyle bis hin zu den Glaubenssätzen und den Überzeugungen. Alles färbt ab. Ein weiteres großes Problem in unserer modernen Welt ist der Verlust des Bezugs zur Realität. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der es normal geworden ist, alles sofort und in großen Mengen zu konsumieren. Ob es sich um Information, Unterhaltung oder materielles handelt, spielt keine Rolle. Wir werden dazu erzogen, zu glauben, dass mehr immer besser ist. Doch dieser ständige Konsum entfernt uns von dem, was wir wirklich sind. Und was passiert, wenn du dich im Konsum verlierst? Du verlierst den Bezug zu dir selbst. Du hörst auf, bewusst zu leben und fängst an, nur noch zu existieren. Anstatt aktiv Entscheidungen zu treffen, wirst du zu einem passiven Empfänger, der nur noch reagiert und ausführt wie eine Marionette. Und das führt dazu, dass du dich fremdbestimmt fühlst, weil du den Eindruck hast, dass dein Leben von äußerlichen Einflüssen gesteuert wird, anstatt von deinen eigenen Entscheidungen. Und ich nenne es gerne das Endstadium, was bereits ein Großteil der Menschen erreicht hat. Gespräche handeln nur noch von anderen Menschen, Depression und Ziellosigkeit, Negativität, Neid, Hass, keine Energie, das alles sind Anzeichen dafür, dass es jetzt schon fast zu spät ist, etwas zu verändern. Und die Betonung liegt auf fast, denn im Grunde genommen ist es nie zu spät, aber umso tiefer man drin ist, desto schwieriger wird es dann rauszukommen. Wenn du denkst, dass du davon betroffen bist, kommt jetzt der Weg zurück, wie du die Kontrolle über dein Leben zurückgewinnst. Es ist also jetzt offensichtlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns auf vielfältige Weise manipuliert und kontrolliert. Doch die gute Nachricht ist, du kannst die Kontrolle zurückgewinnen. Es erfordert einfach nur Disziplin, Selbstreflexion und das Ziel, wieder bewusst zu leben. Und um diesen bewussten Zustand zurückzuerlangen, solltest du die folgenden Aspekte in dein Leben integrieren. Erstens, die digitale Entgiftung. Der erste Schritt besteht darin, dein Verhältnis zu Social Media und digitalen Medien zu überdenken. Setze dir klare Grenzen, wie viel Zeit du täglich auf diesen Plattformen verbringst und noch besser, mache regelmäßig eine komplette Entgiftung, bei der du für eine bestimmte Zeit auf Social Media verzichtest. Nutze diese Zeit, um Erinnerungen von realen und greifbaren Ergebnissen zu sammeln, anstatt in einer Traumwelt und einer Illusion zu leben. Als Beispiel könntest du bei deinen Arbeitssessions dein Handy in nicht greifbarer Nähe platzieren, um so nicht den Verlockungen zu verfallen. Ich bin kein Fan davon, die Plattformen komplett zu löschen, denn es trägt natürlich auch positiv zum Leben bei. Genau wie man dann in einen kalten Entzug gehen würde, was ich nicht als sehr effektiv empfinde, denn dadurch wird das Verlangen nach dem Entzug noch größer und man verfällt noch schneller in alte Muster. Deswegen sollte man sich darauf konzentrieren, sich nicht kontrollieren zu lassen, sondern den Informationsfluss zu kontrollieren. Der Informationsfluss muss auch nicht immer negativ sein, denn wenn du es richtig anstellst, so wie du es gerade tust, indem du mein Video schaust, kann es von Nutzen für dich sein. Und die Selbstkontrolle ist hier das Stichwort. Das muss gelernt werden. Was mit dem Löschen der Apps nicht wirklich gelernt wird, sondern einfach nur aufgeschoben wird. Und dann kommen wir auch zu zweitens. Fokus auf das Wesentliche. Lerne deinen Fokus wieder auf die richtigen Dinge zu setzen. Die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das bedeutet, deine Zeit und Energie in Projekte zu investieren, die dir langfristig etwas bringen, anstatt dich von kurzfristigen Belohnungen ablenken zu lassen. Setze dir klare Ziele und arbeite konsequent daran, diese zu erreichen. Du solltest also beim Konsum der Social Media Plattform darauf achten, deinen Informationsfluss bewusst zu wählen. Anstatt dir irgendeinen Müll anzuschauen, wie beispielsweise, keine Ahnung, die 10 krassesten Autounfälle oder was auch immer, solltest du etwas konsumieren, was dich weiterbringt. Genau das, was du auch gerade tust. Deine Zukunft und dein Wachstum letztendlich dann auch fördert, genau wie du es jetzt gerade auch tust. Und dann kommt auch drittens, hinterfrage deine Glaubenssätze. Nimm dir die Zeit, deine tief verankerten Glaubenssätze zu hinterfragen. Woher kommen sie? Sind sie wirklich wahr? Oder wurden sie dir einfach nur von deinem Umfeld eingetrichtert? Wenn du feststellst, dass bestimmte Überzeugungen dich limitieren, arbeite daran, sie zu ändern. Du hast die Macht, deine eigene Realität zu gestalten. Also tu es auch, anstatt sie in die Hände von jemand anderen zu geben. Wichtig ist hier aber, dass nicht jeder eingetrichterte Glaubenssatz negativ ist, genauso wie jeder neue Glaubenssatz direkt positiv ist. Wir nehmen jetzt als Beispiel den kompletten Inhalt von diesem Video. Du solltest objektiv darüber nachdenken und dann entscheiden, ob du es in deine Realität integrieren möchtest oder nicht. Ergibt das für dich Sinn? Schneidet es sich mit deiner eigenen Meinung? Hinterfrage, um dann zu integrieren oder in deinen mentalen Papierkorb zu werfen. Und dann kommen wir auch zu viertens. Baue ein starkes Umfeld auf. Umgib dich mit Menschen, die dich inspirieren und motivieren.
Menschen, die bereits da sind, wo du hin willst und die dich unterstützen, deine Träume zu verwirklichen. Ein starkes Umfeld ist wie ein Sprungbrett für deinen Erfolg. Es zieht dich nach oben, anstatt dich unten zu halten. Und das ist auch unter anderem eine geile Möglichkeit, die Social Media bzw. dieser extreme Informationsfluss bietet. Jetzt an einem Tisch mit 5 Millionären zu sitzen, ist schwierig, vor allem wenn man selber am Anfang nichts an den Tisch bringen kann. Aber virtuell ist das möglich, genauso wie man viel mehr Menschen erreichen kann. Deswegen kann man sich auch ein Umfeld im Internet aufbauen bzw. in Gruppen oder Communities seinen Platz finden, um so Freundschaften fürs zukünftige erfolgreiche Leben zu schließen. Und dann kommen wir auch zu fünftens. Reduziere den Konsum und erhöhe die Kreation. Anstatt ständig nur zu konsumieren, fange an zu kreieren. Ob es sich um ein Unternehmen, Sport oder einfach nur eine neue Gewohnheit handelt, werde einfach nur aktiv. Durch das Kreieren findest du wieder zu dir selbst und erkennst, dass du die Kontrolle über dein Leben hast. Erschaffe etwas, was dir Erfüllung bringt und dich wachsen lässt. Mach etwas, was deinen eigenen Interessen und deinen eigenen Zielen entspricht. Am Ende des Tages ist es wichtig zu verstehen, dass die Kontrolle über dein Leben immer in deinen Händen liegt. Egal wie stark die äußerlichen Einflüsse sind, du hast die Macht, dein Leben zu steuern. Es geht einfach nur darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und aktiv an deinem Leben teilzunehmen, anstatt nur passiv zu konsumieren und auf Befehle zu reagieren. Und wenn du dich fragst, warum du jetzt handeln solltest, weil das Leben zu wertvoll ist, um es fremdbestimmt zu leben. Du hast nur dieses eine Leben und es liegt an dir, es so zu gestalten, wie du es möchtest. Übernimm die Kontrolle, setz dir klare Ziele und arbeite konsequent daran, sie zu erreichen. Dein Leben gehört dir. Also mach es zu einem Meisterwerk. Die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen ist zwar kein einfacher Prozess, aber es lohnt sich. Es erfordert Mut, Disziplin und den Willen, sich von alten Mustern zu lösen. Doch wenn du diesen Weg gehst, wirst du nicht nur die Kontrolle über dein Leben zurückgewinnen, sondern auch zu dir selbst finden und ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben führen. Und jetzt liegt es an dir. Bist du bereit, die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen und das Beste aus dir rauszuholen? Denn genauso wie ich dem alten Nick dafür danke, diesen Weg eingeschlagen zu haben, wird es dein zukünftiges Ich dir danken. Vertrau mir. Und das war's für dieses Video, Freunde. Falls es euch interessiert, unten in der Videobeschreibung findet ihr eins meiner Unternehmen, welches vielen Menschen dabei geholfen hat, ihr Leben physisch, mental und finanziell zu verändern. Und ansonsten, gebt Gas, holt das, was euch als Mensch zusteht und weiterhin eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns.